Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Kopfknurren zwischen Grübeln und Hungern. Und heute ist endlich mal wieder ein männlicher Gast da, der liebe Erwin Rasch. Und wir sprechen über, ich habe es mal grob gefasst, die Zukunft des Sports. Und wer Erwin so wie ein Typ ist, was er alles schon im Background hat, auch an Erfahrung, Expertise und warum ich ihn hier auch für einen passenden Kandidaten empfinde, werdet ihr wahrscheinlich auch im Laufe des Podcasts dann auch hören, weil ich schätze sehr seine direkte und klare Art und ich glaube, genau diese brauchen wir, wenn wir auch über die Zukunft des Sportes sprechen. Und er mit seinen Erfahrungen kann, glaube ich, hier wunderbares Wissen mit einbringen, aber vor allem auch diese persönliche Komponente. Und deswegen sage ich doch hallo, schön, dass du da bist, Erwin, und ja, cool, dass du das heute mitmachst. Hallo, ich freue mich schon. Ich hoffe, ich kann den Anforderungen gerecht werden. Auf jeden Fall, so wie ich dich kennengelernt habe. Erzähl doch mal oder stell dich doch unseren ZuhörerInnen einmal vor. Treffen wir dich vielleicht auch gerade an? Wo kommst du her und warum hast du diesen Weg so eingeschlagen, wie du ihn eingeschlagen hast? Grundlegend war das so, als Kind immer Sport betrieben und bin in eine Sportschule gegangen. Und wir hatten einen sehr ambitionierten Lehrer, der uns dieses Feld eröffnet hat. Also das heißt, Sportschule heißt, es war sehr allgemein bildend. Wir haben Geräte geturnt, geschwommen, Leichtathletik, Ballspiele, wir haben alles gemacht. Und der hat uns dann das Feld eröffnet und das Interesse für was steckt mehr dahinter eröffnet. Und da habe ich gesagt, das interessiert mich. Das ist spannend. Was passiert da so? Wenn man Leistung bringen will, was passiert, wenn man Sport treibt und so weiter und so fort. Ich habe selbst auch auf durchschnittlichem Niveau, sage ich mal, Handball gespielt. Habe da auch wieder jemanden gehabt, der gesagt hat, da gibt es mehr, da steckt was dahinter. Das ist nicht einfach nur so. So, und dann war das Interesse da. Und dann habe ich mich entschlossen, nach der Schule Sportwissenschaften zu studieren. Und war irgendwie traurig, weil es ging nie um das dahinter. Mhm. Oder sehr wenig, bei sehr wenigen. Da gab es sehr einige Unterrichtende, die aus der Praxis gekommen sind und die es geschafft haben, es zu verknüpfen. Mhm. Die Praxis und die Theorie dahinter. Und das war wieder sehr spannend, aber zu wenig irgendwie. Dann das Studium abgeschlossen, als Handballtrainer gearbeitet, okay. Aber es ist zu wenig, dann wir müssen noch tiefer rein. Dann habe ich Zusatzausbildung in Sportphysiotherapie gemacht, als Sportwissenschaftler, weil es steckt mehr dahinter. Dann war so irgendwie, es geht um den Bewegungsapparat. Dann Zusatzausbildungen, ja. Und jeder sagt, das ist es. Und dann gehst ambitioniert und mit voller Enthusiasmus ins Tun mit den Menschen und merkst, es geht nicht. Ich mache alles richtig, ich gebe mein Bestes, ich mache es genau nach Lehrbuch, aber es kommt nichts raus. Dann machen wir die nächste Fortbildung. Es gibt wieder. Und alle sagen, ja, ich und meines. Und das hat sich jetzt durch, sagen wir, Social Media noch verstärkt. Ich und meine, und wenn du das magst, wird alles gut. Und wenn du das magst, wird alles gut. Und war nicht zufriedenstellend. Und irgendwie bin ich dann auf die Erbse und auf den Jürg gestoßen und gesagt, das ist interessant. Mhm. Der zieht alles einmal zusammen. Der sagt einmal, okay, es gibt die Psychologie, es gibt die Physiologie, es gibt die Ernährung, es gibt das Training. Und basteln wir aus dem das zusammen, das den Menschen wirklich weiterbringt. Mhm. Das ist spannend. Und das ist so meine Kurzversion der Weg, mit vielen Irrwegen, mit vielen Einbahnen, mit viel Freude, aber auch viel Frustration von meiner Seite her. Also ich bin nicht einmal davor gestanden und gesagt, ich wechsle den Job. Ich mache irgendwas anderes, weil ich mag nicht mehr. Mhm. Und es ist ja super schön, dass du dran geblieben bist. Was aber auch interessant ist, du hast ja jetzt diese viele auch Teilbereiche zwischenzeitlich mehr
kennengelernt und auch gesehen, eigentlich ist das eine Summe aus den ganzen Teilgebieten. Und dann auch wiederum ist es so komplex, dass man auch das Ganze schwer greifen kann, aber näherungsweise. Und dann ist natürlich immer so die Frage, müssen wir Experten aus verschiedenen Bereichen vereinen, um den Menschen wirklich näherungsweise greifbar machen zu können oder abbilden auch zu können und dann auch helfen zu können? Oder ist es schlauer, doch irgendwie alles irgendwie zu wissen, nicht irgendwie, aber alles ansatzweise zu wissen, um daraus letzten Endes, weil der Mensch ist ja auch immer noch mal ein Individuum, der auch noch mal ganz anders ist, das ist ja auch wieder die Herausforderung, dass man, sag ich mal, mit einem kleinen Halbwissen, was aber immerhin auch wertvolles Wissen ist, das adaptiert auf das, was wir gerade am erfahren und erleben, wenn der Mensch vor uns ist. Die Schwierigkeit, also ich bin schon generell der Freund eines interdisziplinären Ansatzes, also dass wir verschiedene Fachbereiche zusammenbringen und Dinge diskutieren. Mhm. Es geht halt in der Praxis oft sehr, sehr schwer. Stimmt. Mhm. Weil wo nehmen wir die Zeit her? Mhm. Dinge zu diskutieren. Es geht ja alles, wenn du mit Ärzten sprichst, bei denen geht es im Staccato, dank. Na, wann hat der Arzt Zeit, jetzt mit dem Sportwissenschaftler, auch wenn es nur 5 Minuten sind, über einen Fall zu sprechen, mhm. über einen Patienten zu sprechen? Mhm. Ich sehe es bei uns im Haus, ich bin eingemietet in einem Therapiezentrum mit Physiotherapeuten, Massage und so weiter, wie schwierig es oft ist, mit den Physiotherapeuten die Fälle zu besprechen. Ja. Ja, wo wir uns gegenseitig die Leute schicken. Und das passiert dann halt manchmal beim Frühstückscafé zwischen Tür und Angel. Mhm. Aber wirklich die Diskussion kann auch niemand bezahlen, weil am Ende vom Tag müssen wir Geld damit verdienen, um zu leben. Ja. Und das macht es so schwer. Ja. Für mich. Mhm. Und verstehe ich auch, dass Leute diesen sagen, naja, oder Kollegen sagen, naja, das ist zu viel, das geht nicht. Und auf der anderen Seite gibt es immer wieder welche, die halt ihr eigenes Ego befriedigen wollen. Mhm. Sagen, ja, aber ich weiß. Und dann schickst du einen Kunden zu dem, und der Kunde kommt nie wieder zurück. Ja. 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 Und dann ist die Überlegung, okay, mache ich jetzt interdisziplinär oder versuche ich möglichst viel selbst abzudecken? Mhm. Und da kam ja, wie du auch richtig dann gesagt hast, dann war eine sehr spannende, eben dann, sag ich mal, den Deckel draufgesetzt hast du dann bei der Erbse und wo du gesehen hast, okay, du kannst alle Teilbereiche doch schon sehr, sehr bedeutsam auch zusammenbringen und Korrelationen erkennen, die super spannend sind, die man auch bis dato, und das kann ich ja selber auch von mir sprechen, noch nirgends so gelernt haben. Und eigentlich kann man auch beispielsweise aus so einer Spiroergometrie, anstatt irgendwie nur die Schwellenwerte zu bestimmen, so viel mehr sehen. Und dann hat man ja schon ein Gebiet oder einen Teilbereich, wo man eigentlich ursprünglich nur ein paar Werte abgelesen hat, aber jetzt sehen wir so viel mehr. Also jetzt nur ein kleines Beispiel, aber ich bin da auch deiner Meinung, dass man durch die Erbse jetzt eben so ein wertvolles, mehr als nur Halbwissen hat, aus so verschiedensten Bereichen, weil man jetzt eben auch diese Zusammenhänge erkennt, die man vielleicht nicht hatte, oder? Ich habe ja ursprünglich den kleinen Erbse, ja, gemacht. Weil ich gesagt habe, okay, mich interessiert die Ernährung und dann haben wir den gemacht und dann sitze ich bei der Prüfung und dann habe ich nachher mit dem Jürg und der Jeanette diskutiert, sage ich, du Jürg, könnte ich beim großen Erbse vielleicht die Spiro mitmachen beim nächsten? Und er sagt, aber natürlich, ist kein Problem, aber willst du nicht den ganzen Kurs machen? Sag ich, naja, warum? Sagt er, naja, da ist noch mehr dahinter. Ja, okay, ich denke mal drüber nach. Ja? Aber das Nachdenken hat gedauert eine halbe Stunde. Ja? Um dann zu sagen, mhm. Ich mache das, um diese Dinge zu erkennen. Und so wie du sagst, bei der Spiro ist es so, dass keiner so lernt. Genau. Ja. Diese Zusammenhänge. Da geht es um Daten, da geht es um Schwellen und wenn, dann trainierst du den Trainingsbereich und aus. Mhm. Aber die Dinge zu erkennen im Hintergrund sind spannend und man kann dadurch den Leuten extrem weiterhelfen. Und das führt mich halt zum zweiten Punkt, wo ich sage, es geht
viel, viel mehr oft um die Basis. Wir diskutieren immer um die Spitze des Eisbergs herum, welches Nahrungsergänzungsmittel bringt mich jetzt weiter, obwohl ich keine Ernährungsstruktur habe, esse wie ein Halbverhungerter, aber ich möchte irgendwas dazu. Welche Trainingsmethode führt mich jetzt weiter? Ich aber keine Basis habe, keine Struktur habe und. Ja. Und das ist das Spannende, wenn wir müssen die Basis der Pyramide bauen und dann können wir über die Spitze diskutieren. Schön gesagt. Und wir bauen es aber nicht. Mhm. Wir bauen sie viel zu wenig. Und das sieht man bei den Leuten, die kommen, die diskutieren über Spitzfindigkeiten. Mhm. Ich sage immer, die diskutieren über die Form des Spiegels im Badezimmer und ich diskutiere über das Fundament des Hauses, das wir bauen wollen. Richtig. Mhm. Ja. Und nur, ich habe oft die Schwierigkeit damit, dass wir damit nicht diese Öffentlichkeitswirksamkeit haben, weil wir über profane Dinge diskutieren. Mhm. Vornehmlich profan. Richtig, bin ich voll bei dir. Und eben, ich finde das so schön, dass du dieses Fundament ansprichst, weil ich erfahre das eben bei der Erbse, aber wir müssen das Fundament, was eben teilweise noch nicht da ist, erst einmal erkennen, was für ein Mensch steht vor einem, welcher Kopf sitzt auf dem Körper. Aber auf der anderen Seite auch, wie holen wir diese Person als solches letzten Endes ab und helfen ihr, wirklich aus sich heraus zu gedeihen, zu wachsen, sofern die Wurzeln erst einmal feststehen oder eben auf festen Beinen stehen, seine Säulen bauen, was einem selber auch ausmacht. Aber es bringt ja nicht, irgendeinen Deckel draufsetzen zu wollen oder irgendwelche, wie du auch sagst, eben mit solchen Spitzfindigkeiten zu agieren, wenn das gar nicht wirklich unserer entspricht. Aber wie wissen wir, was unserer entspricht, wenn wir nicht mal genau hinschauen auf eben den Kern eines jeden Menschen? Und das wird, glaube ich, gerade heutzutage, wenn wir auf die Wissenschaft schauen, die kennt keinen Einzelfall. Und das macht eben die Erbse eben besonders, weil sie auf Zahlen basiert, letzten Endes, was ja über fast mittlerweile 15 Jahren da zusammenkommt, trotzdem sehr fundiert arbeitet und gleichzeitig auf das Individuum schaut und aufgrund der Erfahrung und den Algorithmen letzten Endes Tendenzen absehen kann, was für das Individuum hier am besten ist. Und deswegen finde ich es so wertvoll, dass wir lernen, den Menschen als Ganzes besser zu verstehen und ihm das zu geben oder die Mängel und Engpässe auszugleichen, die ihn vielleicht noch im Weg stehen, sein eigenes Potenzial zu entfalten. Und das finde ich so schön. Und gleichzeitig, ich arbeite ja auch viel im Bereich der Essstörungen, auch der Fokus hier im Podcast liegt auf dem Bereich. Und da komme ich auch wieder zu dem Punkt, dass wir eigentlich immer zum Fundament kommen müssen, weil die Essstörung ist auch nur ein Symptom, was nach außen auch nicht immer sichtbar wird. Aber was steckt dahinter? Und das ist ja auch das, was dich damals angetrieben hat, ne? Dieses Mehr, das dahinter schauen. Und deswegen bin ich auch immer mit meinen Coaches dabei zu schauen, was ist dein Fundament? Und ich glaube, das ist erstmal gerade völlig aus dem Ruder geraten und am Wackeln. Wir müssen das erstmal stabilisieren, um darauf erst alles andere aufzubauen. Deswegen schön, dass du das auch ansprichst. Das ist ja gerade in dem Thema Essstörung, jetzt bin ich nicht der Spezialist dafür, ja. Mhm. Aber als Beispiel eine Kundin von mir, wo die schon jahrelang bei mir ist und Triathletin und alles, ja. Mhm. Und wir trainieren und ich mache alles richtig und es passiert nichts. Mhm. Und dann riskieren wir. Und dann sage ich, okay, schauen wir uns das an, über die Daten der Erbse, analysieren wir das. Und dann kommen wir irgendwo dahinter und dann schauen wir uns den Kopf zum Menschen an. Mhm. Und dann filtern wir raus in letzter Konsequenz, wo sie fast im Burnout landet, woran es liegt. Mhm. Und wenn es dann in letzter Konsequenz im persönlichen Gespräch mit Tränen in den Augen und allem drum und dran liegt an der Beziehung zur Mutter und zur Wertigkeit und dass sich dieser wertvolle, nette Mensch selbst null Wertigkeit gibt. Mhm. Und deswegen sagt, ja, ich esse viel Salat, weil dann bin ich satt. Mhm. Und ich sage, ja, aber er ernährt dich nicht. Mhm. Aber dieses Ernährungsthema in Bezug steht in ihrer Beziehung zur Mutter. Mhm. Ja? Und du filterst dann so raus und sagst, naja, eigentlich müsstest du sagen, hey, da wäre eine tiefere psychotherapeutische Beratung vonnöten, das übersteigt jetzt das Ding. Und die Person sagt, naja, ich traue mich nicht. Ja, dann kann man nur sagen, okay, ich versuche dich
auf deinem Weg zu unterstützen. Und jedes Mal, wenn du ein bisschen abkommst, bin ich da und sage, hey, versuch wenigstens deinen Körper so zu behandeln, wie es ihm zusteht. Dann geht's wieder. Und nach einem Monat ist es wieder. Und die Hoffnung ist halt, dass sie es irgendwann einmal lernt. Und wenn nicht, dann verlässt er sich halt auf mich. Aber es ist besser als vorher. Mhm. Ich finde, das ist so erschreckend für mich, weil ich die Person schon so lange kenne. Und vorher auch gut gearbeitet habe, denke ich. Mhm. Aber es hat nicht funktioniert. Und ich hab mir die Frage gestellt, warum geht das nicht? Wir machen alles richtig und es funktioniert nicht. Ja. Und dann kommst du über die Ernährung, na, warum ist die so? Und dann kommst du auf den Kopf und dann siehst du, so funktioniert der Kopf und dann sagst du, okay, dann müssen wir etwas machen. Mhm. Finde ich super spannend und das zeigt auch wiederum, dass wir manchmal eben vermeintlich so viel wissen und das ausgereift und die Experten Nonplusultra sind, aber letzten Endes wieder bei den Basics manchmal, wenn es einfach nur ein verletztes Herz ist oder eine Erfahrung, die sich so festgesetzt hat, die eben alles andere behindert, ja, und eben da auch ein Feingefühl zu haben, darauf schauen zu können, eben auch diese Zusammenhänge feststellen zu können, warum sich das beispielsweise im Essverhalten äußert und da eben Feingespür für zu haben, das ist so, so wertvoll und bringt uns auch genau dahin, wo ich auch, sag ich mal, Trainer oder alle, die im Bereich, im Gesundheitsbereich arbeiten oder im Präventivbereich, dass man eben nicht nur ansetzt, dann erst, wenn es schon fast zu spät ist, sondern vorbeugend, eben das, wo auch die Erbse eben Wert drauf legt, präventiv, so wie jetzt auch der startende Kurs in der Schweiz, wo man auch, Schweiz hat jetzt schon begonnen, aber in Österreich, Ende Juni, wo man auch größtenteils online teilnehmen kann, was du auch, das war deine erste auch Ausbildung bei der Erbse, die du genannt hast, der kleine Erbse, deine Erbse-Ausbildung, dass man da einfach schaut, okay, wie bringe ich alle Teilkomponenten zusammen und gerade auch das Thema Ernährung, Training als solches, glaube ich, wird immer noch unterschätzt, was das erstens so ein Spiegelbild sein kann von der eigenen Vergangenheit, von der eigenen wirklich Leistungsfähigkeit, aber auch das Potenzial, was darin steckt, auch vielleicht noch mehr in dieses ehrliche Teamwork zu gehen, wo wir unseren Körper nicht nur fordern, sondern auch fördern. Und ich finde, diese beiden Säulen, Ernährung und Training, sind super zentral. Wie siehst du das? Ja, meine Erfahrung in Bezug auf Training war, als hochmotivierter Jüngling durfte ich die erste Vorbereitung mit der Kampfmannschaft machen. Da war ich 16 oder knapp 17. Ja? Mhm. Und die haben ein Trainingslager gehabt und haben für das Trainingslager einen Konditionstrainer engagiert. Und das war ein Gewichthebertrainer. Ein sehr, sehr guter Gewichthebertrainer. Mhm. Aber Gewichthebertrainer. Mhm. Ja. Und wir Handballer haben eine Woche lang mit dem Gewichthebertraining jeden Tag am Vormittag 2 Stunden trainiert. Jeden Tag. 5 Tage die Woche, Montag bis Freitag, jeden Tag, Vormittag 2 Stunden. Und der Gewichthebertrainer ist gekommen und hat gesagt, naja, euch Handballern zeige, wo der Bartl im Muster holt, sagt man bei uns. Ja? Euch zeige ich es. Mhm. So, wir haben trainiert. Am Abend dann noch Handball trainiert. Oh, wow. So. Und ich, boah, ja, boah. So, eine Woche, ich erzähle das oft, am letzten Tag, am Freitagabend, sind wir dann auf ein Regenerationsgetränk gegangen. Das war lokal bei uns in Wiener Neustadt, im ersten Stock. Wir sind alle die Stiegen verkehrt dann runtergegangen. Nicht, weil wir so betrunken waren, sondern weil die Oberschenkel, da war nichts mehr. Wir konnten die Stiegen nicht runtergehen. Ja. Ja? Und ich habe mir noch gedacht, boah, das wird mein Jahr. Ich greife an, ich habe so hart trainiert. So. Bis Weihnachten war gar nichts. Bis Weihnachten war ich tot. Von einer Woche über. Krass. Ja? Ja. Und ich war so frustriert. Mhm. Weil ich habe alles gegeben. Ich habe gekämpft, der Wille war da, es war alles da und ich war tot. Und es war niemand da, der gesagt, hey, zu viel, den war kein Mata. Ja? Mhm. So Testosteron geschwängert. Mhm. Ja? Und das war so im Rückblick so, wo ich mir dachte, das gibt's ja nicht. Wir haben ja alles, das war ja alles da. Wir waren hart und gut und motiviert und es war nur schlechter. Ja. Und das erschreckt mich heute noch immer,
wenn Menschen kommen und sagen, ja, ich habe da, 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 da. Und es kommt nichts raus. Weil es kann nichts rauskommen, wenn du das System nur überlastest. Und war das dann wirklich selber eben, weil das ist ja in den jungen Jahren schon so ein Aha-Erlebnis gehabt, hatte ich das dann auch entsprechend geprägt, dass du gemerkt hast, okay, man gibt alles, man investiert alles, aber letzten Endes ist der Output total das Gegenteil von dem, was man ja eigentlich erhofft hat. Und was hat das in dir verändert? Was bist du dann angegangen? Oder dass ich extreme Probleme immer gehabt habe mit den Trainern, weil ich das immer in Frage gestellt habe. Ja. Ich habe das in Frage gestellt und das sind halt die Trainer in ihren Dingen teilweise voreingenommen oder sind halt noch eine andere Generation gewesen und haben gesagt, naja, es kommt wieder der Querulant. Da stelle ich das in Frage. Ja. Und ich habe gesagt, ja, aber begründe es mir. Ja. Ja, das haben wir immer so gemacht. Das ist zu wenig. Ja. Das hat sportlich, ich habe mir oft gewünscht, würde ich nicht diese Fragen stellen, würde ich mir viel leichter tun. Sportlich. Aber ich habe die Fragen gestellt. Und ich habe es hinterfragt. Und das war halt, ja, spannend, hat aber viel Emotion noch gekostet. Ja, und teilweise sich, wie du auch sagst, auf Widerstand vielleicht getreten, weil die in deren so festgefahren sind, in dem, was sie eben auch jahrelang prägen, aber so wenig offen sind, um vielleicht Anpassungen vorzunehmen. Deswegen, was würdest du sagen, worauf kommt es heutzutage an, um als Trainer wirklich die Leistungsfähigkeit, das gesunde Teamwork aus Körper und Geist letztendlich, weil das ist ja auch ein ganz wichtiger Schlüssel, auch die mentale Leistungsfähigkeit. Was braucht es, damit man wirklich die Leistungsfähigkeit als solches fördert? Das Allerwichtigste ist das Verhältnis zwischen Belastung und Regeneration. Wenn das nicht funktioniert, dann geht es nicht. Und aus meiner Erfahrung als Handballtrainer, die Diskussionen haben wir mit dem Jürgen, ja, wann soll man trainieren und wie ist das mit dem Essen und Belastung, wenn du halt in der Struktur 3-4 Mal in der Woche zwischen 19.30 Uhr und 21 Uhr trainierst, mit Menschen, die im Berufsleben stehen, die auf der Uni sind, die wie auch immer, am Wochenende spielst und dich dann wunderst, warum gerade bei den Mädels, ja, die Diskussion haben wir immer gehabt, die hat so dicke Beine, die muss mehr trainieren. Ja, ja. Habe ich auch Fehler gemacht. Wobei ich jetzt sagen würde, hey, die muss weniger trainieren. Nur wenn die nicht trainiert, sind wir dann spielfähig. So, wie kannst du dieses System so bauen? Das geht vielleicht in einer Einzelsportart einfacher, aber wie kannst du es im Team so bauen, dass alle dementsprechend gefördert werden? Und das ist so schwer. Und findest du, kommt es da vielleicht auch noch mehr auf die Selbstverantwortung an? Aber dann ist wiederum die Frage, wie selbstverantwortlich kann man sein, wenn einem man eben nicht diesen Background an Erfahrung hat? Ne? Wie soll ein 18-, 19-, 20-jähriger Mensch in dieser Hinsicht selbstverantwortlich sein, der, so wie ich an meinem Beispiel gesagt habe, sagt, ja, ich greife an. Richtig. Ich habe 7 Leben. Bei uns sagt man, ich reiß der Welt an Haxen aus, weil jetzt bin ich da. Wie sollst du den Menschen klar machen, hey, ruhiger, ja. Gerne. Und wie, das heißt, bist du schon einfach der Meinung letzten Endes, dass es eigentlich von zentraler Bedeutung ist, da aus unterschiedlichen eben Teilbereichen Wissen mitzubekommen, um den Menschen als Ganzes abzuholen, aber auch das Individuum als solches eben, ne? Und das ist, um ein Team voranzubringen, ist natürlich, wie du auch richtig sagst, nochmal die höhere Herausforderung, den einzelnen Personen gerecht zu werden, aber auch die Gruppendynamik zu fördern, ja, also nochmal größere Challenge und dass keiner da unten zu kurz kommt oder unten runterfällt. Deswegen, jetzt schon fast schon konfrontativ gesagt, eigentlich braucht doch jeder eine Erbsenausbildung, ne? Ohne da so sich selbst zu so, aber ich habe ja selber und du auch diese Erfahrung gemacht, ohne sich da zu beschönigen, sondern es ist einfach, ich habe es ja auch ganz persönlich an meiner eigenen Geschichte erlebt und erfahren, dass ich noch
nie so als Mensch abgeholt wurde. Nicht zwingend als in meiner Physiologie, als Sportlerin, sondern als Mensch, weil das ist so der letzten Endes das Steuer, ja, was mich durchs Leben führt. Aber zu wissen dann natürlich im zweiten Schritt, welches Auto führe ich hier gerade und tanke ich genug? Tanke ich zur richtigen Zeit? Was braucht es wirklich? Eben das Maß aus Belastung und Entlastung. Und wie komme ich richtig schneller voran und weiter? Und deswegen würdest du dem zustimmen, dass wir die möglichst hier auch an dieser Stelle nochmal eine Werbung für machen, für eben auch beispielsweise ja, in Ausbildung, ne? Weil einfach das grundlegende Verständnis der Funktionalität unseres Körpers und unserer Psyche ausschlaggebend ist für das, was wir bewerkstelligen können. Und gerade im Bewegungs- und Sportbereich sehe ich das Problem, dass ich komme aus dem Spielsport, ja, und die entscheidende Frage, und auch in Ausbildungen, wenn ich bei der untersten Stufe der Trainerausbildung in Österreich unterrichte und mit den Leuten spreche, und dann sind die halt aus ganz verschiedenen Sportarten, ja, und Bereichen, ob Kinder, Senioren oder Sportarten, Skifahren, Handball, Fußball, Ausdauersport, Kampfsport, wie auch immer. Und wir diskutieren dann immer und sage ich, okay, wenn du Karatekämpfer bist, ja, wodurch wirst du ein besserer Karatekämpfer? Kniebeugen, Bankdrücken, Beweglichkeitstraining oder Ausdauertraining oder durch Kämpfen? Naja, durch Kämpfen. So. Also, wir müssen der Sportwissenschaft oder in der Trainingswissenschaft erkennen, dass wir Helfer sind für das Gesamtsystem. Mhm. Wir sind nicht die Wichtigsten. Mhm. Ein Fußballer wird besser durch Fußball spielen. Punkt. Weil sonst wäre er Ausdauerläufer, wenn er super Ausdauer läuft. Oder wäre Kraftdreikämpfer, wenn er super Knie beugen kann. Und ja. Mhm. Wir müssen uns darauf konzentrieren, Helfer für die Zielsportart zu sein. Mhm. Das läuft aber irgendwie anders, weil in dem Feld so viele Menschen unterwegs sind und erklären, was alles zu tun ist, auf körperlicher Seite, um besser Fußball zu spielen. Mhm. Es gibt genug Beispiele von Menschen, die die körperliche Voraussetzung gar nicht so haben, mhm, und in ihrer Sportart Weltklasse sind. Ja, ja. Es macht ja was anderes aus. Also sind wir Helfer. Und genauso in der Diskussion bei normalen Menschen. Mhm. Es wird immer diskutiert, sie müssen Sport machen. Der normale Mensch muss keinen Sport machen. Mhm. Wenn wir per Definition im sportwissenschaftlichen Lexikon nachschauen, was Sport ist, mhm, dann ist Sport definiert über den Wettkampfcharakter. Mhm. Sich zu messen. Mhm. Aber um gesünder zu sein, muss ich mich nicht mit jemandem messen. Ich muss nicht Sport machen. Ich muss, mhm, mich bewegen, beziehungsweise muss durch Training die dementsprechenden Reize setzen. Mhm. Und es gibt Menschen, die wollen keinen Sport machen. Mhm. Seien ihnen auch unbenommen. Weil jemand, der dreimal in der Woche seine Hausrunde läuft, macht nicht Sport, er bewegt sich. Mhm. Weil er macht es nicht mit dem Ziel, sich mit anderen zu messen. Mhm. Also müssen wir in der Diskussion einen Schritt zurückgehen und nicht jeden sagen, er muss Sport machen, sondern die Leute zu definierter Bewegung bzw. Training zu motivieren. Und das, mhm, geht. Mhm. Weil wenn man jemandem sagt, mach dreimal in der Woche 20 Minuten Krafttraining, aufgrund der Messungen, die wir haben, und, so, sagt einiger, ja, das geht. Da gehe ich um 19:90 ins Fitnesscenter, ich habe meine Übungen, ich mache das, dauert mit hinfahren, wegfahren oder wie auch immer, halbe Stunde, dreimal in der Woche, alles gut. Mhm. Wenn wir demjenigen sagen, mach Sport, sagt er, wozu? Ja, ja. Ich finde das schön, wie du das sagst, dass man eben, ich glaube, da nimmt man erstens einen Druck raus. Und vor allem, wir holen den Menschen dort ab, wo er gerade ist. Ist es alltagstauglich? Wie bringen wir das rein? Und wie machen wir, wenn da schon die Lust nicht da ist und wenn da schon gleich die Wand so zugeht, wenn man nur Sport hört, sondern einen anderen Zugang zu schaffen, einfach
Alltagsbewegung das als solches nennt und eben diesen Druck raus, dass man sich mit keinem anderen misst und schon gar nicht vergleicht, sondern wir schauen nur auf dich und auch auf deine letzten Endes Engpässe, wo wir sehen, da müssen wir mal genauer hinschauen. Das heißt, trotzdem ist es natürlich super wichtig und das machen wir eben dann auch bei der Erbse, dass wir schauen, was wir auch eben meinten mit den Engpässen, wo mangelt es, wo können wir nochmal eine Schippe drauflegen, wo sollen wir auch genauer hinschauen und das braucht uns natürlich als Ausgangssituation, um dann helfen zu können, nämlich einen Ausgleich zu schaffen dort, wo Engpässe sind. Ne? In der Gesundheitsförderung wollen wir ja, und da müssen wir differenzieren, betreue ich einen Sportler oder betreue ich jemanden, der seine Engpässe hat und zu uns kommt und sagt, ja, ich habe Rückenschmerzen, ich habe zu viel Gewicht, ich habe das, 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 wie auch immer. Ja, ich keuche, wenn ich in den dritten Stock raufgehe und. Mhm. Aber wir wollen ja in der Gesundheitsförderung die Leute, die hinter der Ofenbank sitzen, die wir nicht erreichen. Ja, ja. Weil wenn wir Initiativen starten, ich habe bei einigen gesundheitsfördernden Projekten mitgearbeitet, muss gar nicht um Diabetesprävention und. Und wir haben Vorträge gemacht, da sind immer die gekommen, die schon Diabetes hatten, gut betreut waren oder die, die nie das Risiko hatten. Die, die das Risiko haben, haben wir nie erwischt. Mhm. Die muss man ja anders erwischen. Ja. Die kann ich nicht erwischen mit Sport, weil der macht schon keinen Sport. Das ist nicht sein Antrieb. Mhm. Jetzt müssen wir die anders erwischen, weil die sind ja wichtig. Mhm. Die, die es eh schon tun, sind in dem Fall nicht wichtig. Die bestärken wir nur in ihrem Tun, aber sie tun es ja eh schon. Wir müssen die erwischen, die es nicht tun. Ja. Und in der Betreuung des Sportlers geht es darum, ihnen meistens zu erklären, dass sie weniger machen müssen. Ja, ist tatsächlich so. Das kenne ich ja auch von mir. Und dann ist aber auch wiederum wichtig, drauf zu schauen, okay, wo ist der ehrliche Ansatz und wo möchte ich hin? Und beispielsweise auch, wenn wir mal aus dem Bereich der Essstörung kommen, natürlich mit meiner Vorgeschichte, habe ich nochmal einen ganz achtsameren und noch ja, schwerpunktmäßigeren Auge darauf, weil Sport ist immer ein schmaler Grat. Ich sage immer, es kann Fluch und Segen sein. Mittlerweile ist es für mich alles andere als Druck, es ist ein Bonus und gleichzeitig weiß ich aber, ich muss da gesondert drauf schauen und besonders drauf schauen, weil es geht ja nicht nur darum, meinen Körper aufzubauen, sondern jetzt neben dem Aufbau, was ich jetzt in den letzten 3 Jahren eben auch gezielt und auch ja, mit gutem Gewissen getan habe, sodass ich auch jetzt erst seit ungefähr einem Jahr auch wieder anders auch Richtung Leistungssport denke und trotzdem hatte ich da immer einen sehr Respekt vor und auch Angst, darf ich das in den Mund nehmen? Und trotzdem war der Wunsch so da. Aber ich glaube, diese Achtsamkeit und diese Vorsicht zu haben, ist schon mal die Ausgangssituation, die es braucht, um das halt auch langfristig wirklich auch dann machen zu können. Und natürlich die Expertise dann auch wiederum von außen, die mir gesagt hat, okay, die Bedingungen sind geschaffen und das sind die Voraussetzungen, die weitergegeben sein müssen, damit das in die richtige Richtung geht. Und deshalb, da sehe ich auch immer, deswegen, was ich auch so zwischendrin meinte, mit Sport und Ernährung, 2 ganz wichtige Säulen, weil ich finde, daran kann man wunderbar auch messen, agiere ich richtig? Das heißt, als Beispiel, du hast den Treppentest genannt, ja? Gehe ich die Treppe hoch, finde ich die Beine schwer und brennend an? Okay, dann kann ich noch nicht ins Training gehen, weil die Beine sind gerade einfach immer noch in der Regenerationsphase und kein Training macht jetzt Sinn. Aber nehmen wir uns das Recht raus, losgelöst von anderen und wir werden überall mit Zahlen bombardiert, Social Media und Co. Aber nehme ich mir das Recht und auch gerade zum Beispiel im Team zu sagen, nein, heute macht für mich kein Training Sinn und da sind wir wieder bei der Selbstverantwortung, die mit 16 Jahren noch nicht gegeben sind, deshalb da braucht es mehr den Einfluss von außen und ist der dann eben auch entsprechend und richtig. Deswegen da auch anzusetzen, dass Trainer entsprechend ausgebildet sind, ganzheitlicher und langfristig. Wenn man dann schon eben auch in dem Alter ist, wo man auch wirklich selbst auch Verantwortung übernehmen kann, auch das Wissen mitbringt und die Erfahrung dann zu sagen, stopp, ich setze nicht noch einen drauf, sondern ich gehe einen Schritt zurück. Und ich glaube, du hast das Thema Gesundheitsbereich auch angesprochen, die Menschen zu erreichen, wo es auch Sinn macht, auch präventiv anzusetzen oder auch die Leute abzuholen und aufzuklären und zu sagen, wie essentiell wichtig einfach die ganzen Teilkomponente sind und was dich wirklich am Ende weiterbringt, nicht dieses eine Training, sondern die Konsistenz dabei, ja, dass du das so konsequent und kontinuierlich trainierst und dass du dich auch entsprechend ernährst. Und es geht nicht darum, dass du diese 2-3 Kilo weniger beispielsweise am Wettkampf hast, um dann leichter zu sein und vermeintlich schneller.
Nein, du möchtest doch langfristig erfolgreich sein, langfristig dabei sein, langfristig happy und leistungsfähig den Sport machen. Und dafür musst du, zählt jeder Tag und es kommt auf die Dauer an. Und bringt es nichts, einmal beim Wettkampf eben eine Leistung zu bringen, aber am nächsten Jahr schon nicht mehr dabei sein. Und das sehe ich halt sehr oft, dass viele dann weg vom Fenster sind, ja, weil der Körper einfach nicht mehr kann. Und eben weil die Kontinuität so entscheidend ist, sollte man eben die Geduld und die Fürsorge mitbringen, diesen Prozess hinter sich zu bringen oder mit oder zu gehen. Wie gesagt, ja? Wir sind ja immer konfrontiert mit dem heutzutage noch viel mehr, was über Social Media läuft, auch was auch über Dokumentationen, wie läuft es bei der Tour de France ab, wie trainieren die, was machen die, ja? Und die Leute kommen, ja, was die machen und die tun, ja, der lebt davon, ist sein Beruf. Ja, der fährt 4 Stunden Rad, der schläft 10 Stunden, der kann sich nach jedem Training massieren lassen, der hat die dementsprechende Ernährung zur Verfügung, der fährt ein Auto mit, da gibt es Dokumentationen auch über die Kenianer beim Laufen, wenn die da durch den Busch laufen, auf den Feldwegen fährt ein Auto mit den Flaschen, mit dem gezuckerten Tee. Ja, ja, so. Ja. Ja, aber die Kenianer trinken noch Wasser. Nein, die müssen auch, weil du kannst nicht. Und die kochen so einen Topf Reis und die trainieren 2-mal am Tag und den Rest vom Tag schlafen sie und ruhen. Ja. Und wir glauben mit einem 40-50-Stunden-Job, mit 2 Kindern, Hund, Haus, Garten und Partner können wir das auch so machen. Mhm. Und verstehen nicht, dass das Gesamtkonstrukt von uns viel Energie braucht und dass wir keine Zeit mehr zum Regenerieren haben. Richtig. Und da sind wir wieder bei dem Punkt Regeneration und Aktionsfähigkeit. Es geht nicht. Ja. Es geht nicht. Ich finde das auch sehr, sehr wichtig, wie du das, nochmal sagst. Und da auch wiederum einen Schritt rauszunehmen aus deiner eigenen Bubble und zu erkennen, okay, das ist eigentlich, das leiste ich eigentlich den ganzen Tag über. Und ja. Leistung ist es nicht nur Sport machen. Und der Körper braucht die Energie auch unabhängig vom Sport machen. Und du bist auch produktiv, wenn du nur am Schreibtisch sitzt und auch nicht zwingend da eine Tabelle füllst, sondern auch manchmal nur kreativen Input verarbeitest. Und allein diese ganzen Gedankenprozesse schlucken so viel auch Energie. Oder jede Veränderung kostet so viel Energie. Deshalb in einer stressigen Phase kannst du auch nicht groß etwas verändern, weil der Körper so sich festharrt an seiner bekannten Struktur. Und umso schwerer wird es sein, auch eben diese aufzubrechen. Deshalb, es braucht immer auch den Freiraum, die innere Ruhe, um auch Veränderungen umzusetzen. Und gerade auch, wenn man beispielsweise aus einer Essstörung kommt. Stress schließt den Magen, ja. Und eine Veränderung kostet Kraft und bedingt und braucht auch einfach so ein Wohlwollen, so ein positives Surrounding und Setting, etwas zu verändern. Und wenn man die richtige Unterstützung bekommt, dann unterstützt einem das, wirklich dann auch in die Umsetzung zu kommen, weil das ist etwas, was das richtige Setting letzten Endes braucht. Ne? Das ist auch das Entscheidende, was der Jürg sagt. Mhm. Am Beginn, und das sehen die Leute oft nicht. Die wollen eine Veränderung, weil, aus den verschiedensten Gründen, du sagst, okay, um diese Veränderung im ersten Schritt anzustoßen, brauchst du Energie. Genau. Richtig. Weil die kommen und sagen, ja, und wenn ich den Ernährungsplan habe, und wenn ich das habe, und das habe ich alles, und dann mache ich, hey, du brauchst mal Energie. Das heißt, wir müssen dich mal vollstopfen, wir müssen die Waage weglassen, wir müssen mal schauen, wir müssen mal dann in die Struktur gehen und. Gib dir Zeit. Nein, weil in 6 Wochen, in 12 Wochen, und es muss und kann ich nicht. Und diesen, ja. Hey, du brauchst jetzt mal Energie. Du kannst es nicht verändern, wenn du keine Energie hast. Ja. Ich habe jetzt eine ganz nette, wundervolle Kundin, wo wir das gemeinsam gesteckte Ziel der Gewichtsreduktion noch nicht erreicht haben, in einem Dreivierteljahr. Aber da ist der Vater gestorben, die Mutter zu betreuen, im Job passiert was und. Es geht nicht. Mhm. Aber sie ist so stark, dass sie dieses Programm, das sie im letzten halben Jahr hatte, ohne Probleme, ohne Erkrankung, ohne Verletzung, ohne Mangel durchstehen konnte. Mhm. Und wenn sie unzufrieden ist, sage ich, schau, das gemeinsam gesteckte Ziel haben wir nicht erreicht.
Aber schau mal, was im letzten halben Jahr los war. Wenn du da mit Reduktionsdiät, ich hungere mich runter auf mein Wunschgewicht, hättest du nicht für deine Mutter da sein können, könntest du das nicht machen, das nicht machen, das nicht machen. Das ist ja auch wiederum, ja, das ist jetzt ein Teilbereich, das ich bin auch immer vorsichtig, wenn wir hier im Podcast von Runterhungern und Reduce das sprechen, da haben wir die falsche hier auch Zuhörerschaft, dass man hier auch niemanden triggert. Ja. Es ist eher darum, dass man eben aufbaut und das halt auch als wohlwollende Zielsetzung sich auch setzt, als sein schönes Projekt, sich zu ernähren und das eben sich genau. Immer macht, dass diese psychologische Veränderung einfach unfassbar viel Energie kostet und dass viele sich überhaupt nicht bewusst sind, was es wirklich braucht, um auch physiologisch zuzunehmen. Aber diese physiologische Zunahme ist manchmal ein, sage ich mal, ein zwangsläufiger Effekt, der dann auch kommt, wenn man auch sich im Kopf positiv einstellt und auch bereit ist und die Veränderung möchte. Und dann kann man sich das auch schön reden, weil es schön ist und dann fällt einem auch die Umsetzung leichter. Aber ich bin voll bei dir, dass all das, egal in welche Richtung, einfach Energie kostet und auch Zeit braucht und keiner verlangt von jemandem von jetzt auf gleich etwas zu verändern, sondern gerade auch so eine Suchterkrankung, ja, das ist ein Prozess und bis man sich mental einfach so umkonditioniert, auch im Unterbewusstsein, braucht es einfach viel, viel Kraft, Mut und auch Ausdauer. Und das ist ja bei jeder Person so. Jeder hat ja seine festgefahrenen Strukturen. Was ich eigentlich damit sagen wollte, ist, sie hat ja so viele wertvolle Punkte erreicht. Ja. Nur einen halt nicht. Genau. Aber so viel. Und sie hatte die Energie und die Kraft, das abzuarbeiten, was ein nebenan fordernden Job und, ja, eine heroische Leistung ist. Schön, ja. Das ist da super. Ja. Und sie hatte die Kraft, das zu machen. Ja. Auf einem guten Weg, auf einem zufriedenstellenden Weg, hat dadurch auch die mentale Energie gehabt, andere Dinge anzustoßen, für sich. Und wenn sie dann ungeduldig wird, sage ich, schau, geh in die Rückschau, was war das letzte halbe Jahr, was hast du geschafft, was hast du gemacht, was war, wie hast du das bewerkstelligt? Ja, sage ich, und? Womit? Ja. Ja, und das andere schaffen wir dann auch, wenn du alles so gelegt hast, dass wieder mehr Zeit für dich alleine ist. Ganz genau. Und aber das, alles auf einmal geht nicht. Und das Leben ist halt nicht nur von uns gesteuert. Es kommen Dinge auf uns zu, die haben wir nicht in der Hand. Richtig. Das ist so. Und ich finde das auch total wichtig, wie du sagst, dass wir einfach auch mal das nicht nur uns als Ganzes anschauen, sondern auch auf das Ganze schauen und auch anerkennen, was wir schon geschafft haben. Einfach auch mal die Summe sehen und nicht immer so streng und perfektionistisch mit sich zu sein. Das finde ich sehr schön, dass du das auch nochmal so betonst. Und gleichzeitig weißt du, dass man auch ich habe auch zum Beispiel ein paar Coaches, die auch sagen, ah, darf ich mir, ich habe gerade so ein schlechtes Gewissen, weil ich gerade nur gesund werde. So, ja, weil ich gerade noch nicht, weil ich nicht arbeite, weil ich mich gerade zurückziehe und daheim mich um mich kümmere. Und dann sage ich, bestes Setting, um gesund zu werden, ja, weil die ganzen Stressoren vom Außen dir die Energie genommen hätten und dir eben den Stress bereitet hätten, der das nur erschwert hätte. Denn was das Ziel so oft ist und was viele einfach nicht machen, sich wichtig genug nehmen und wichtiger nehmen und ins Zentrum setzen. Und dann kann die größte Veränderung geschehen. Wir sind dann wieder bei den Bildern, die wir bekommen aus der Umwelt. Ja. Ich habe mal mit einem, der Natural Bodybuilding gemacht hat, ja, haben wir geplaudert und der super Bursch alles, der hat sich für ein Fotoshooting schwarz gemacht. Ja. Und dann war das Fotoshooting und da hat er halt 30 Fotos und die hat er dann halt immer verbreitet. Und die Menschen, die das sehen, sagen, ja, der schaut so aus. Ja, 3 Tage. 3 Tage. Vorher nicht, nachher auch nicht. 3 Tage. Ja, aber die wollen ja immer so ausschauen. Es geht nicht. Kein Mensch kann das ganze Jahr über so ausschauen. Ja. Und die Bilder sind, ja, der schaut so aus. Der läuft zu schnell, der fährt zu schnell, der, wie auch immer, der hebt zu viel. Ja, aber nicht als Standardprogramm, sondern für die Olympischen Spiele, für die Weltmeisterschaft, für den Weltcup, für. Und wenn nicht, schauen die ganz anders aus, weil es nicht geht.
Finde ich auch so schön, dass du das auch nochmal sagst, dieses das bei, ja, ich möchte, nein, es geht nicht. Ja, ja. Es war jetzt ein Interview mit der besten Marathonläuferin in Österreich, der Julia Meyer, glaube ich, heißt die. Ja, die trainiert zweimal am Tag und sonst ruht sie. Ja, so, sie ruht. Sozial isoliert, sagt sie selbst. Also Ruhe ist, Regeneration ist nicht mit einer Freundin einen Kaffee trinken am Abend, sondern Regeneration ist auf der Couch liegen. Mhm. So. Ihr langsamer Lauf, 5:30 bis 5:45. Mhm. So. Sag mal einem Durchschnittsmarathonläufer, umgekehrt, es soll seinen langsamen Lauf mit 7 Minuten im Kilometer machen. Ja. Fragt er dich, ob du ja. Weil er muss. Weißt du? Und das sind Profis. Das ist wieder das, eben dieses Relativieren, was ich gerade meinte. Und da dieses Nicht-Vergleichen. Deshalb sage ich auch immer, wenn dich das zu sehr stresst, mach das Handy aus, ja, ich war auch ein halbes Jahr nicht auf den sozialen Medien unterwegs, weil es mich gestresst hat. Ich musste erstmal in mir klar und stabil werden und es braucht einfach seine Zeit, damit ich einfach klarer sehen konnte. Und ich sage auch immer, wir alle sind erstens verschieden. Das, was bleibt, wir haben nur dieses eine Leben. Und damit wir dieses eine Leben in unserer individuellen Fülle erfahren und erleben können, müssen wir unser individuelles Potenzial auch fördern. Und das können wir nicht, wenn wir uns vergleichen. Und wir lassen Potenzial und Chancen liegen, wenn wir auf andere schauen, anstatt auf uns selbst. Und deswegen, genau das tun wir eben bei der Erbse, ne? Auf das Individuum schauen. Genau, und dann geht es eben darum, dass ich halt auch meine, dass wenn man so ein Interview wie mit der Dame hört oder liest, ja, wird über das, wie langsam sie eigentlich ihren langen Lauf läuft, mhm, und wie viel Wert sie der Regeneration legt, über das wird nicht diskutiert. Es wird über ihre intensiven Intervalle diskutiert, es wird über ihre Bestzeit diskutiert, es wird über das diskutiert. Mhm. Dass sie in ihrem langfristigen Aufbau, die war zuerst Fußballerin und hat begonnen mit 5 Kilometer, 10 Kilometer, ja, genau, einen sehr, sehr langfristigen Aufbau hatte, über Jahre. Über das wird nicht diskutiert. Richtig. Weil das ist Fahrt. Regenerieren ist Fahrt. Langsam laufen ist Fahrt. Ja, aber das ist die Quintessenz, finde ich. Und über diese Themen müssen wir viel, viel mehr diskutieren. Und da gehört eben das System der Erbse dazu, um zu erkennen, wo liegt mein Potenzial in der Regeneration, damit ich die Aktion so gut wie möglich abliefern kann. Ganz genau, ja. Finde ich. Und da gehört die Ernährung dazu, da gehört der Schlaf dazu, da gehört, wie du sagst, einmal Handy weg dazu, und so viele Dinge dazu. Ja, ich finde es. Kann man sich anschauen und soll man sich. Und dort ist es, glaube ich, viel, viel spannender hinzuschauen, weil da ein riesengroßes Potenzial liegt. Finde ich sehr gut. Und das sagt, und das nimmt auch so ein bisschen diesen Leistungsdruck, der einfach auch in der Gesellschaft herrscht, immer höher, immer weiter. Aber es ist immer ein Geben und Nehmen in allen Bereichen. Und wenn eine Seite eben zu kurz kommt, können wir eben nicht die gesunde Mitte schaffen. Ja. Und deswegen müssen wir alle Teilkomponenten anschauen, damit es in der Summe letzten Endes passt und nicht immer nur einen drauflegen. Ne? Deswegen ist es fast schon ein sehr, sehr wertvoller Schlusssatz, schon mal, wo wir langfristig mehr genau hinschauen sollen und auch bei uns selber, wo wir hinschauen sollen und was wir vielleicht zu wenig Beachtung schenken. Aber vielleicht jetzt nochmal aus deiner ganzheitlichen Sicht, wo würdest du sagen, wo muss ich, sagen wir mal, jetzt auch mal breiter gefasst, wo sollte sich die Gesellschaft hin entwickeln und jedes Individuum darin eingeschlossen? Wenn wir jetzt den Bereich der Bewegung und des Sports denken, geht es vor allem darum, diesem Bereich die Wertigkeit zu geben, die er hat. Und wenn wir der Sporttrainer im Verein und wie auch immer,
soll das immer ehrenamtlich machen, mit bester Ausbildung, Qualifikation und, und. Der Musiklehrer kostet Geld. Der Golflehrer kostet Geld. Der Tennislehrer kostet Geld. Aber der gesamte andere organisierte Sport darf kein Geld kosten. Mhm. Hat aber die absolut wertvollsten Dinge in der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Ich habe das Glück gehabt, dass ich da sehr, sehr gute Leute gehabt habe in meiner Jugend. Da müssen wir hin, diese Leute zu unterstützen und nicht in prekäre Arbeitsverhältnisse zu treiben, in wie auch immer, sondern dort zu fördern, weil die machen echt einen guten Job. Und denen auch die Möglichkeit zu geben, sich zu verbreitern. Nur die können nicht, weil die müssen einen normalen Job machen, gehen oft nach zum Verein, kriegen ein bisschen Geld dafür, opfern sich aus, der hat ja gar keine Zeit, eine Zusatzausbildung zu machen, sich noch mehr zu kümmern. Dort müssen wir gesellschaftlich hin, indem wir dem die Wertigkeit geben. Ja? Weil dann ist das Training cool. Die Kinder gehen ja hin, wenn es cool ist. Ich habe genug Freunde, die kleine Kinder haben, die normales Kinderturnen, das ist so cool. Ja? Und dort müssen wir hin, weil dann lernen die Kinder das, dann kriegen sie einen normalen Zugang dazu. Ja? Ohne Wettkampfcharakter, muss nicht immer sein. Und dort müssen wir fördern. Mhm. Und dort müssen wir Ressourcen reinstecken. Mhm. Ja? Dann geht vieles leichter. Aber wie gesagt, es gibt so viele Menschen, die sich in dem Bereich aufopfern und irgendwann einmal sagen, ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr. Total, ja. Und die gehen dem System verloren. Und wenn die alle verloren gehen, wer macht's denn dann? Richtig. Das ist so mein, ich mag's auch nicht mehr. Mhm. Ja? Und wenn Freunde im Verein da kommen und mach, sage ich oft, ja, in 15 Jahren, wenn ich in Rente gehe, habe ich Zeit, dann mache ich es zum Spaß. Aber jetzt geht's nicht. Ja, ja. Und weil ihr könnt mich nicht bezahlen. Mhm. Ja. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, es fehlt einfach so, es fehlt einfach an Wertschätzung und eben verständlicherweise immer mehr auch an Bereitschaft, weil einfach sehen wir auch in Deutschland einfach die Förderung nicht nur auch der Sportler, sondern auch der Strukturen einfach nicht unbedingt gegeben ist. Ich hoffe, dass sich da langfristig etwas tut. Beispielsweise, wenn es wäre ja gut, wenn wir nur 10% so das agieren würden wie in den USA, wo wirklich man als Sportler und auch Trainer und dieses ganze Netzwerk einfach ganz andere Stellung hat und auch Bedeutung. Und dann darf man auch keine Medaillen verlangen, wie es ja teilweise, dann regt man sich auf, dass man bei der Weltmeisterschaft in Budapest so schlecht abschneidet in der Leichtathletik, jetzt hier in Deutschland, also das ist die Nationalmannschaft, deutsche Nationalmannschaft, ja, aber was kann man anderes erwarten, wenn das System so wie es ist und dass die Leute sich nach dem Studium doch gegen den Leistungssport beispielsweise entscheiden, ne? Ja, warum? Genau. Der muss ja von irgendwas leben. Aber es geht genau wieder, wenn wir beginnen bei den Kindern, je breiter wir die Basis der Pyramide bauen, je mehr Kinder wir in die Bewegung bringen, in den Sportverein, ins Turnen, ins Ballspielen, wie auch immer, je mehr Kinder wir dort reinbringen, umso mehr Auswahl haben wir und letztendlich qualifizieren sich die, die Freude und Talent und noch mehr Talent haben wir dann für die Spitze. Und es muss ja nicht jeder Spitze sein. Total, genau. Und ich finde, warum kann ich das nicht nur zum Spaß machen? Richtig, und da auch wieder hinzukommen, auch viele Leistungssportler sich an den Ursprung zu erinnern, warum mache ich das hier eigentlich? Und vielleicht ist manchmal wirklich 2 Wochen ganz gänzlich Pause wichtig, damit der Kopf einfach auch mal wirklich abschaltet und man sich auch wieder an die Freude auch daran erinnert. Weil ich glaube, das ist auch so ein wichtiger Impuls und auch Antrieb, wo viele das halt links liegen gelassen haben, weil sie sagten, es geht ja immer nur oder es muss um dieses Höheren weitergehen, nochmal eine Spitze setzen, aber die Leidenschaft wäre vielleicht der entscheidende Antrieb, den es brauchte, um das mit noch mehr eben auch dann letztendlich Leistungsfähigkeit und Erfolg auch zu meistern. Ich sage immer, für mich ist das so ein Beispiel. Es gab mal in Österreich einen Skisprungtrainer, einen finnischen, der gesagt, wenn die Skispringer anfahren und am Schanzentisch sind vor dem Absprung, er möchte the bright eyes. I want to see the bright eyes. Schön. Also im Absprung möchte er die glänzenden Augen sehen, weil es das Schönste ist, was es gibt, weil deshalb machen die, das haben wir die begonnen damit. Und auch wenn ich 3-mal Olympiasieger bin und Weltrekordhalter,
brauche ich das, damit ich diese innere Zufriedenheit kriege. Mhm. Und ich sage dann oft, ich möchte sehen, wenn die Leute ihren Sport machen, dass sie so ausschauen wie ein kleines Kind in der Sandkiste, das den ersten Kuchen baut. Ja, schön. Diesen Blick. Und wenn man sich die Kinder anschaut, wie vorbehaltlos und in dem drinnen sie das machen und welche Freude sie dabei haben, mhm, auch manchmal die große Enttäuschung ist, wenn es nicht funktioniert, aber welche Freude. Und die Freude ist der Antrieb, es wieder zu tun. Und diese Freude brauchen wir. Und wenn wir die nicht haben, dann wird es schwierig, weil gerade in den Ballsportarten heißt es spielen. Schön, und spielen ja impliziert diesen Blick. Ja. Ich kann nicht Fußball arbeiten. Ja. So, und dort müssen wir hin. Mhm. Aber dann muss ich das andere System so gut bauen, dass sich die Leute auf das verlassen können. Schön gesagt, ja. Ja, richtig. Das ist so in mir drinnen, weil es dann wertvoll wird und dann die Ergebnisse bringt, die sich die Menschen wünschen. Genau, ich finde das schön, dass du dieses Bild nochmal reinbringst, dieses Spielerische. Und ob auch in dem Bereich der Essstörung, ja, in allen Bereichen, wenn wir da dieses Spielerische wieder in uns ja, wachkitzeln, diese Vorfreude, diese Neugierde, dieses Lebendige, dieses Im-Moment-Sein, dieses Nicht-Rechnen und Funktionieren und Abarbeiten, sondern das Erleben, was das Leben letzten Endes auch mit sich bringt, dann gewinnen wir wieder an ganz neue Lebensfreude und auch an Leichtigkeit und auch erkennen die Schönheit, was das Leben letzten Endes tagtäglich zu bieten hat. Und wie du richtig sagst, dafür braucht es aber auch Strukturen, die uns den Rücken frei halten. Und wenn man beispielsweise aus einer Essstörung kommt, eben sich in der Recovery nur auf sich fokussiert, ist das genauso richtig, weil man einfach sich keine Gedanken um andere Dinge machen muss. Und das schluckt sehr viel Energie und einfach auch Fokus. Und wenn man einfach spielen darf, wenn man einfach trainieren darf und das System genau das fördert und unterstützt, ohne dass man danach noch einen Nebenjob machen muss und Co., dann kann man dieses Spielerische ausleben und hat dann auch den physiologischen und psychologischen Raum, um dann auch zu regenerieren, vor und nachher. Ne? Und sich keinen Stress zu machen. Ja. Und da müssen wir von der Betrachtung her hin. Ja, ja. Und dann fangen wir die Leute ja ab, bevor sie in dieses Dilemma geraten. Ja, genau. Wir fangen hier ab. Weil wenn ich zu den Mädels sage, du musst mehr trainieren, weil du hast dicke Beine. Ja, aber die hat die dicken Beine, weil sie überlastet ist. Und die ist 16 und will unbedingt. Und ich treibe sie dadurch in eine Problemstellung, die natürlich auf ihr grundsätzliches Haus aufbaut. Aber ich treibe sie ja rein. Das ist ja meine Verantwortung. Und deshalb muss ich mehr wissen, damit ich sie nicht dorthin treibe. Genau. Und das ist eben ein gefährlicher Irrglaube, wie wir ja auch damals bei der Tanja Strohschneider gesehen haben, wo dann auch seitens des Verbandes und auch in den höheren Strukturen letzten Endes sie so in eine ungesunde Enge gedrängt wurde, obwohl sie einfach die dreifache Menge an Essen gebraucht hätte. Ja. Und dass man da den Support auch hat, den es wirklich braucht, um einen Menschen und Sportler abzuholen und zu begleiten und zu fördern. Und das ist so traurig, wenn das, ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, aber so wie es damals war im Verband, dass da solche Strukturen herrschen, wo ein völlig falscher Fokus gelegt wird und eigentlich gar nicht die Ahnung herrscht, wie es eigentlich sein muss und gar nicht dieses differenzierte Denken, dann tut mir eigentlich jeder leid, der in so ein System gerät und dort solche Einflüsse hat. Ne? Sie vergessen halt immer, wir haben es mit Menschen zu tun. Richtig, genau. Das ist ein Mensch. Ja. Und wir als Betreuer, Trainer, Coach, wie auch immer, können wir viel auslösen, weil dieser Mensch ja zu uns kommt, ein gewisses Vertrauen fasst und wir dann die Richtung vorgeben. Und es passiert was aufgrund unseres Tuns. Und das ist eine riesengroße Verantwortung. Und dieser Verantwortung muss man sich bewusst sein. Ja. Und da darf man nicht leichtfertig damit umgehen. Und das ist halt auch der Antrieb für mich, zu sagen, okay, dann muss man halt, manchmal steht man an, man muss auch den Mut haben, als Betreuer, Coach zu sagen, das weiß ich jetzt nicht. Ja. Aber ich kann recherchieren, ich kann nachfragen oder ich kann dich zu einem Kollegen oder einer Kollegin schicken. Genau. Sich eben letzten Endes auch das selber eingestehen, ich weiß nicht alles.
ich hole mir selber auch Support, um dir zu helfen, weil es geht um dieses Helfen, was du auch gesagt hast. Und gleichzeitig, so wie du es von Anfang an gemacht hast, Dinge einfach mal zu hinterfragen. Weil ich glaube, wir Menschen haben alle schon ein Urgefühl, was uns sagt, liegen wir richtig oder falsch. Und auch wenn man vermeintlich denkt, derjenige hat eine Expertise, ist in dem Bereich seit Jahren unterwegs, aber es muss trotzdem nicht zu mir passen. Und sich da das Recht rausnehmen, zu hinterfragen und zu schauen, ist das wirklich, was zu mir passt, ist wichtig und ist auch richtig, weil, wie gesagt, es geht darum, unser individuelles Potenzial zu fördern. Und das gelingt nicht, indem wir uns einfach anpassen und das tun, was andere machen. Ne? Kann, muss aber nicht, ja. Ja, richtig. Lieber Erwin, die Zeit ist so schnell vergangen und ich habe trotzdem auch das Gefühl, dass man hätte noch so viel weiterreden können und man hat versucht, irgendwie alles so abzubilden und trotzdem auch die Differenzierungen zu zeigen, was es heißt, wenn wir mit einem Spitzensportler sprechen, was es heißt von jemand, der aus einer Essstörung kommt und zunehmen will. Ich sage ganz betont will, weil wollen ist das Entscheidende, um wirklich auch eine Veränderung zu bringen und zu vollziehen, die auch langfristig hält. Und dass so, so viel mehr dazugehört, um einem Menschen wirklich zu seinem individuellen Potenzial zu verhelfen, dass es eine ganzheitliche Sicht bedarf, die wir beide glücklicherweise erfahren haben und auch jetzt leben. Und die Zielsetzung sollte es sein, dass egal woher kommend und egal woher sein Wissen nehmt, dass wir einfach differenzierter schauen und den Menschen als Ganzes betrachten und vor allem beispielsweise im Bereich des Sportes, weil wir hier in dieser Folge auch den Fokus gelegt haben, auf den Menschen dahinter, so wie du auch gerne von Anfang an immer auf das Meer geschaut hast, auf das dahinter. Und ich glaube, wir sind auch durch diese Folge nochmal inspiriert worden, genau dorthin zu schauen. Und ja, danke dir für deine Arbeit und dass du all diese Erfahrungen mitbringst und heute hier im Podcast warst. Ich bedanke mich ebenfalls. Ich hoffe, es war für den einen oder anderen ein kleiner Gedanke dabei. Das reicht oft schon, ein kleiner Gedanke, ein Ansatz. Genau, jeden Menschen, den wir hier erreichen, das ist es wert. Und wenn wir dahin es insgesamt zum Positiveren beeinflussen und inspirieren, haben wir schon mal einen guten Job gemacht. Ja, in diesem Sinne, ich sage euch da draußen auch Dankeschön fürs Zuhören und ich hoffe, dass ihr auch in der kommenden Woche dabei seid. Und wenn euch diese Ausbildung, die wir hier an der einen oder anderen Stelle schon mal platziert haben, das war mir auch wichtig, weil wir wollen ja auch die euch da draußen auch wertvolles Wissen mitgeben, wenn ihr selber auch in dem Bereich tätig seid und wenn ihr selber auch Verantwortung für euch selbst und andere übernehmen wollt und das ganzheitlich, dann ist vielleicht diese Ausbildung auch etwas für euch. Ob die kleine Erbse-Ausbildung oder die große, die kleine beginnt jetzt auch eben Ende Juni in Wiener Neustadt, aber es kann auch größtenteils online verfolgt werden. Genauso mache ich meine Ausbildung auch meist größtenteils online aus Deutschland aus oder eben die größere, das ist der Ernährungsdiagnostiker. Langfristig wird der Human Health Designer heißen, wo wir eben auf diese ganzheitlichen Prozesse eingehen und die beginnt im Herbst. Wenn euch das interessiert, ich habe es in den Shownotes dieser Podcast-Folge verlinkt. Schaut euch gerne da mal um oder fragt mich direkt, wenn ihr Fragen habt. Auf jeden Fall ist der Erwin auch einer der Dozenten für die Ausbildung in Österreich. Und ja, wenn ihr da eben auch mehr erfahren wollt und ins Detail gehen wollt, habt ihr da auf jeden Fall die Möglichkeit. Genau, in diesem Sinne, ich sage, wie sagt man in Österreich? Tschüss, wie sagt man das bei euch? Ja, grüß euch. Grüß euch. Grüß euch. Bis bald auf jeden Fall. Macht es besser. Auf Wiederhören.